Es gibt da diesen Jungen, Thomas aus der Siedlung, der hin und wieder per Pferd zu uns kommt. Ja, ich kann nur nicht anders als seine Reitskills bestaunen, wann immer er hier ankommt. Wir wissen ja selbst, wie man ein Pferd reitet, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns sich mit ihm vergleichen kann. Er kann mir gerne was beibringen, um ehrlich zu sein. Wenn man davon ausgeht, dass die Nomaden schon im jungen Alter lernen, wie sie mit Pferden umzugehen haben, dann ja, es ist keine Überraschung, dass sie so geschickt im Umgang mit Pferden sind. Deswegen, ich hätte kein Problem damit, mir etwas Zeit zu nehmen, was von ihnen zu lernen. Also, ist Thomas schon hier? Bricht er schon Krieg aus mit Charla? Die 3. Panzerdivision nutzt zwar Panzer und Luftschiffe, aber ja, das wichtigste Fahrzeug, wie hatte ich sie genannt, sind die sind die Rüstfahrzeuge, so habe ich sie, glaube ich, genannt, Rüstautos, sind das wichtigste Vehikel, das wir derzeit benutzen. Glaub mir, warum denkt ihr, dass das der Fall ist? Die Panzerfahrzeuge fehlt die Feuerkraft der Panzer und der Luftschiffe, aber liegt es daran, dass sie in der Lage sind, durch raueres Terrain zu fahren und zu reisen? Korrekt. Das Hochland ist unglaublich weit und auch uneben. In so rauem Terrain wie diesem hier sind die Rüstfahrzeuge wesentlich besser geeignet. Deswegen sind sie das ideale Gefährt, was man hier draußen nutzen kann. Ergibt Sinn. Also geht es nicht nur um die Feuerkraft. Wir haben was Neues gelernt. Vielen Dank. Ein informierter Soldat ist ein effektiver Soldat. Behalte das immer im Hinterkopf. Das trifft vor allen Dingen auch auf die 3. Panzerdivision zu. Deswegen nutzt die Gelegenheit, um euer Verständnis militärischer Taktiken zu vertiefen. Aye, aye, Sir. So, die beiden stehen auch immer noch hier. What the? Okay, ich weiß nicht, ob das im Mikrofon zu hören war, aber die Alexa. Okay, sie hat jetzt hier gar nicht darauf reagiert, aber nicht die hier im Zimmer, sondern aus irgendeinem Grund die in der Küche, die mich eigentlich gar nicht hören dürfte, hat gerade einfach ein paar Worte gesprochen. Da ich gestern Abend noch Phasmophobia mal alleine probiert habe, ist es gerade ein bisschen gruselig. was? Ein Junge von der Siedlung hat mir erzählt, dass es einen alten Mann gibt, der im nördlichen Teil der Highlands lebt. Offenbar ist er gut bewandert mit Orbital Tech und kann fast alles in 0, nichts fixen. Er muss wirklich sehr begabt sein, wenn man bedenkt, wie kompliziert die neuen Orbmen sind. Ich würde ihn gerne eines Tages treffen. Dann werden wir ihn wahrscheinlich relativ bald treffen. Offensichtlich war er ursprünglich mal ein Orbel-Ingenieur oder irgendwie sowas. Wenn er so fähig ist, wie alle sagen, dann würde ich ihn definitiv gerne mal treffen. So. Das ist schon etwas beunruhigend, wenn man bedenkt, dass wir sie eigentlich sehr eng im Auge behalten haben. Verstanden. Ich werde das dem General nur zur Sicherheit mitteilen. Oh. Hier eine Andeutung für irgendwas, was am Nachmittag jetzt noch schief gehen wird? Oder wie, oder was? Womöglich ist der. Ah, okay, es geht aber um die Monster. Aber sie verhalten sich seltsam. Was immer ein Anzeichen dafür ist, dass irgendwas sich in einem Gebiet aufhält, was vorher nicht da war, womit Territorialsachen in Frage gestellt werden und Dinge aktiver werden und mehr umherziehen, die vorher nicht umhergezogen sind. Denn, ja, das Beunruhigendste in letzter Zeit sind die Berichte, dass die Monster sich seltsam verhalten. Das ist zwar nichts Großes, aber. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, was der Grund dafür ist. Hallo du. Thomas kommt echt häufig vorbei, um Schal zu sehen.
Ich frage mich, wie die Dinge zwischen den beiden wohl laufen. Wenn ich die beiden zusammen sehe, dann würde ich ihnen am liebsten immer einen kleinen Schubser geben. Also ins Positive gemeint. Gut, das ist nochmal dasselbe. Dann dürfte Thoma ja... Moment mal, Thoma ist nicht hier. Hat es nicht bis hierher geschafft. Das ist auch beunruhigend. Die dritte Panzerdivision, der wurde befohlen, ja, Libel während der Krise vor 2 Jahren zu in Libel einzudringen. Lieutenant General Wanda hat die Entscheidung getroffen, den Befehl, dort einzufallen, zu ignorieren, nachdem er von den Umständen des Befehls gelernt hat oder erfahren hat. Kanzler Osborn war definitiv nicht glücklich darüber. Tatsächlich hat er uns alle nach hier draußen verlegt oder stationiert, als eine Art, ja, Strafe. Aber so etwas kommt im Militär schon mal vor. Alle in unserer Division sind stolz darauf, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Wir bleiben ihm treu, wo auch immer er hingeht. Also sind das hier auch praktisch alles mehr oder weniger Freunde von Liberal oder zumindest von Diplomatie, die nicht auf irgendwelchen, ja, auf irgendwelchen Intrigen, Verschwörungen und so weiter beruht, sondern auf Fakten. Finde ich gut. Die ja, Higher Ups, also die ganz oben, waren nicht allzu zufrieden mit der Entscheidung von Lieutenant General Wanda. Aber wir alle sind stolz auf ihn. Wir werden ihm folgen, wo auch immer er hingeht. Gaius? Oh, ich wusste ja nicht, dass du zurück bist. Hey, Charles. Lange nicht gesehen. Wie läuft's denn mit Thoma? Oder, ja, also... Mit ihm läuft's gut. Vor kurzem hat er mich erst auf dem Pferd zurück zur Siedlung wahrgebracht. Das hat echt Spaß gemacht. Alle sind dort so nett und ihr Lebensstil ist so interessant. Freut mich, das zu hören. Thoma war auch sehr glücklich darüber, eine Freundin in seinem Alter aus Erebonia zu haben. Ich hoffe, dass ihr beide weiterhin gut miteinander klarkommt. Tee, aber na klar. Oh? Hey, Gaius? Stimmt irgendwas nicht, Char? Nein, es ist nichts, aber... Macht's dir was aus, wenn ich dich was frage? Natürlich macht's mir nichts aus. Also immer her damit. Wirklich? Du, weißt nicht zufälligerweise, was Thomas' Lieblingsfarbe ist, oder? Weiß ich tatsächlich nicht wirklich. Ich glaube, er hat's mir schon mal erzählt, aber... Sorry, ich kann mich einfach nicht erinnern. Oh, oh. Hey, du bist doch das Mädchen, das Thomas gerne besucht, nicht wahr? Planst du denn ihm irgendetwas zu geben oder so? Ich... Nickt. Boah, wie süß! Dachte ich mir. Was hattest du denn, was hast du dir denn so vorgestellt? Nun ja. Ich habe daran gedacht, ihm einen Schal zu machen. Oh, das klingt nach einer guten Idee. Deswegen wolltest du seine Lieblingsfarbe wissen. Könntet ihr das bitte vor ihm geheim halten? Ich will, dass es eine Überraschung ist, also bitte. Natürlich, mach dir keine Sorgen. Wir versprechen, dass wir ihm nichts sagen. Was aber immer noch das Problem belässt, dass wir nicht wissen, welche Farbe er mag. Wäre es denn seltsam, wenn du ihn einfach direkt fragst danach, Gaius? Ich bin mir nicht sicher, dass das klug wäre. Es ist nichts, worüber wir so normalerweise reden würden. Deswegen käme es ihm bestimmt seltsam vor, wenn ich das so aus dem Nichts heraus fragen würde. Ja, da würde er definitiv Verdacht schöpfen. Aber auf den Rest von uns trifft das nicht zu. Deswegen, wir sollten in der Lage sein, das in eine Unterhaltung mit ihm einfließen oder irgendwie einbauen zu lassen. Und dann würde ihm das niemals suspekt vorkommen. Ja, das könnte funktionieren. Dann sollten wir ihm mal fragen gehen, nicht wahr? Vielen Dank. Quest Connecting Hearts angefangen. Dachte ich es mir doch. Wusste ich doch, dass wir hier noch eine Nebenquest finden werden. Alles klar, ich zähle auf euch, Leute. Stellt einfach sicher, dass er nicht herausfindet, ja, dass ihr in meinem Namen fragt oder für mich fragt, okay? Du durftest ja auch nicht allzu glücklich darüber sein, wa?
Charles ist vor, ja, ungefähr einem Jahr hierher gekommen, um mir mit der Arbeit auszuhelfen. Ich bin ja froh, dass sie so hart arbeitet, aber sie ist ein bisschen zu furchtlos. Wie sie so geworden ist, ist mir echt ein Mysterium. Ich habe ihr eigentlich meine ganze Kindheit über immer Geschichten erzählt oder gesagt, dass sie vorsichtig vor Männern sein soll. Das ist nochmal dasselbe. Gut. Haben wir hier also versteckte Nebenquests tatsächlich gefunden. Und es hat auf andere Art und Weise etwas mit Thomas zu tun, als ich vermutet hätte. Die Dinge hier im Nord haben sich, im Norden haben sich echt gewandelt seit den Tagen von Imperator Dreikel. Ich hätte, sie hätten sich nie vorstellen können, dass wir eines Tages solche Sachen wie Panzer, Rüstfahrzeuge und Luftschiffe verwenden. Manche Sachen bleiben aber gleich. Zum Beispiel unsere Beziehung mit den Leuten hier, mit den Menschen. So, sind der Lieutenant General noch da? Klingt so, als hättet ihr echt viel zu tun mit eurer Feldforschung. Wirkt für mich ein bisschen unüblich, Schüler zu einem so abgelegenen Gebiet zu schicken wie dem hier. Klingt für mich so, als ist die Taurus Academy ein Freund der Tough Love, also der Butterbrot und Peitsche Methode oder so. Ist das denn ein regulärer Teil der des Lehrplans der Taurus? Ich weiß ja, dass es eine berühmte Akademie ist, aber das wirkt wie so ein allererster Versuch so eines Curriculums für mich. Wir haben tatsächlich einige Abschlüssler der Taurus hier in unserer Division. Aber keiner von denen hat je erwähnt, dass sie so etwas machen müssten. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen, aber es ist definitiv unorthodox. So viel kann man zumindest darüber sagen. Wie ich sehen kann, sind diejenigen von euch, die nicht an diese Ländereien gewöhnt sind, ihr seht ein wenig erschöpft aus. Lasst nicht zu, dass euch das entmutigt. Solange ihr, ja, die Weitläufigkeit und Großartigkeit dieser Ländereien versteht, ist es das, was zählt. Es gibt wirklich einen großen Unterschied darüber, was man aus Büchern lernen kann und dann aus Erfahrungen in erster Hand. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn es um das Leben der Nomaden geht und, die feinen, delikaten Beziehungen mit der Calvert Republic. Schon ein wenig peinlich. Alles, was ich zuvor über die nördlichen Highlands wusste, war, dass sie mit Emperor Dreikel zusammenhängen oder in Beziehung stehen. Seht das einfach als Lernerfahrung an. Es stimmt, dass dieses Land hier nicht Teil des Erebonianischen Empires ist. Aber es ist ganz ohne Zweifel dennoch ein Ort, der eine wichtige Rolle daran spielt, Erebonia, ja, ein Ort, der Erebonia zu dem gemacht hat, was es heute ist. Solange ihr euch dessen bewusst seid, wird eure Feldforschung hier nicht für umsonst sein. Wie dem auch sei, macht das Beste aus eurer verbleibenden Zeit hier. Das werden wir, vielen Dank. Also gab es wirklich einen Grund, warum dieser Ort für uns ausgewählt worden ist. Dieser Ort hat eine wichtige Rolle gespielt, darin Erebonia zu dem zu machen, was es heute ist. Nutzt eure Zeit also so gut ihr könnt. Diese Feldforschung, die ihr betreibt, sind wirklich eine interessante Idee. Das sieht ihm ähnlich, dass ihm so etwas einfällt. Er sieht so glücklich aus. Dass ihm so etwas einfällt. Ist damit der Schulleiter gemeint oder noch irgendjemand im Board of Directors? Also, ja, in der Top-Institution, mein Gott, was für ein Wort, Intuition, Institution, der Schule, das ist die Frage. Okay, wir müssen also mit Thomas sprechen und irgendwie ein Gespräch führen, wo wir unverdächtigerweise herausfinden, welche Lieblingsfarbe er hat. Aber war Thomas jetzt überhaupt noch in der Siedlung unterwegs? Ich meine, ihn ja gar nicht mehr gesehen zu haben. So. Ich gehe auch nochmal. Ich gehe auch nochmal tun zum Wachturm. Wow. Nicht gedacht, dass ich den Steinabhang daneben kann. Weil das sind auch nur
zwei NPCs, mit denen wir reden können. Vielleicht geben die auch noch irgendeine neue, erkenntnisreiche Information über die Highlands, über ihr Leben hier, über die Beziehung mit der Calvert Republic von sich. Das ist alles Teil des Worldbuildings, warum ich die Legend of Heroes-Reihe so sehr mag. Warum ich mich in The Legend of Heroes Trails in Trails in the Sky verliebt hatte. Wo ich dann auch jedes Mal nach jedem Hauptstory-Fortschritt dann überall an die Orte nochmal hingereist bin, mit den Leuten geredet haben. Damals gab es nicht unbedingt die Garantie, wirklich immer eine Nebenquest zu finden. Manchmal hat man eine gefunden, aber hier scheint das fast Teil des Systems zu sein. Seth und Rowan könnten, ja, selbst wenn sie es versuchten, unähnlicher nicht sein. Rowan ist immer so ernst, aber Seth ist wirklich easy go peasy. Nee, ja. Oh, ich sehe gerade unten rechts, wir haben, da werden tatsächlich die Schafe als Teammitglieder angezeigt. Fällt mir jetzt erst auf. Schaf mal zwei. Ja, aber Seth ist wirklich sehr leichtlebig. Ja, er benutzt jede Chance, die er bekommen kann, um sich auszuruhen. Und trotzdem kommen sie irgendwie super miteinander klar. Ich frage mich, warum. Nicht, dass es das Schlechteste ist. Schließlich haben wir nichts anderes als unsere Arbeit hier draußen. Und einander. Den beiden zuzuschauen ist eine nette Abwechslung für den Rest von uns. Nur noch einen Monat bis zu meinem nächsten Urlaub. Alles klar, Zeit sich zu konzentrieren. Tue er das. Hallo, Rowan. Tja, ich habe im selben Jahr den Abschluss gemacht wie Seth und letztendlich wurden wir beide hier stationiert. Aber er erinnert sich nie. Ich hoffe wirklich, dass er sich nicht eines Tages in Schwierigkeiten begibt oder so. Oder in Schwierigkeiten gerät. Er ist immer so extrovertiert oder so fröhlich drauf, dass er leicht mit allen möglichen Leuten klarkommt. Nicht, dass das was Schlechtes ist, aber... Er sollte wirklich während der Arbeit weniger Dingsbumsen, ne? Also, während er im Dienst ist, weniger faulenzen und so. Ein bisschen schade an der Steuerung. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ausstellen kann, aber ist, dass sobald man anfängt zu laufen, die Kamera immer in diese Position hier geht. Obwohl ich eigentlich eben gerne manchmal hier so von oben ein bisschen gucken würde. Also, sobald ich dann den anderen Stick loslasse, springt es automatisch zurück und ich kann es dann eben halt... nicht, deswegen springt das immer so hin und her, weil ich es da nicht in einer, außer in einer ganz von oben blickenden Perspektive nicht anders belassen kann. So rum genauso. Sobald ich in Bewegung bin und dann den rechten Stick loslasse, springt die Kamera automatisch immer in dieselbe Position zurück. Und nur wenn ich innehalte und die Kamera irgendwie drehe, dann verbleibt sie in der Position, so der ich gedreht habe. Das ist so ein bisschen was mich an der Steuerung stört. Weil ich jetzt nach, wie viel Folgen? 113 Folgen? 112 Folgen? Erwähne? Ich habe mir gedacht, dass ich ein bisschen von dem Wein, den ich habe, in mein Mittagessen mit reinpacke, um es ein bisschen spiciger zu machen. Aber Rowan hat mich dabei wieder erwischt. Er hat mir dann die Ohren vollgeheult davon, dass ich entlassen würde, wenn irgendeiner von den Vorgesetzten das mich dabei mal erwische. Was glaubt er denn, wer er ist? Meine Mutter? Rowan muss echt mal ein bisschen lockerer werden. Damit habe ich eigentlich praktisch den zweiten Satz übersetzt. Er sollte sich echt mal ein bisschen zügeln. Er sollte lernen, mal lockerer zu sein. Locker und so. Locker flockig. Gut, dann mal zurück in die Siedlung. Schauen, ob wir da Thoma vorfinden. Und ich ihn irgendwie nur nicht gesehen habe. So. Okay, man wird jetzt wirklich sehr lange reiten, wenn man den Turbo-Modus nicht anmacht. Beim Turbo-Modus fühlt sich es wirklich wie. Aber warte mal. Ich konnte auch irgendwie. Nein. Dashen. 3. Nein. Nein. Ah, so ging das. Stimmt. Das war ja, stand ja auch noch zur Wahl. Das Dashen habe ich komplett vergessen. Haya! Ach, auf dem Pferd funktioniert es mit der Kamera auch? Sehe ich gerade. Nee, doch nicht. Doch nicht. Hab mich geirrt. Gut, dann zurück in der Siedlung.
Dann müssen wir mal gucken, ob wir Toma irgendwo sehen. Hier sind die beiden Kiddos. Ah, da steht er. Hier steht er. Okay. Irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn gewesen. Stimmt, hier war er. Ich hätte gedacht, dass sie ihm jetzt erst noch ermöglichen will, hinzugehen. Deswegen dachte ich, er sei schon weg, weil wir die Nebenquest hatten, wo er nicht mit dabei war, weil er Arbeit zu verrichten hat. Ja, aber vielleicht ist das hier von Zeitaspekt her wieder anders gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass je nachdem, wie geschickt man das Gespräch führt, davon wieder ein bisschen abhängt, ob man extra Punkte vielleicht bekommt, Academy Points. Deswegen... Gut, das ist noch derselbe Dialog wie zuvor. Reden wir mal mit Toma. Von der Kleidung könnte man ja vermuten, Herr Blau, aber das ist, glaube ich, Standardfarbe mit unter anderem in ihrer Kleidung. Hey, läuft bei dir was, Toma? Hallöchen, Leute. Braucht ihr irgendwas von mir? Nein, wir sind nur beeindruckt, wie hart du hier arbeitest. Du hast doch schon den ganzen Morgen, von frühmorgens angearbeitet. Bist du denn nicht müde? Nein, überhaupt nicht. Ich bin vielleicht nicht so stark wie Gaius, aber ich habe ja immer noch die Pflicht, ein gutes Beispiel für Shida und Lily zu sein, wie meine unseren kleinen Schwestern. Eine sehr respektable Ansicht. Achso, es muss schön sein, so ein tolles Geschwisterchen oder ein kleines Brüderchen zu haben wie dein Toma hier, Gaius. Danke. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich stolz darauf bin, sein Bro zu sein. Hey. Schon ein wenig peinlich, das so direkt ins Gesicht zu gesagt bekommen, nicht wahr? Aber was anderes. Ich bin ein bisschen neugierig über die Outfits, die du und die anderen hier alle tragen. Sind die alle handgefertigt? Smooth, Alisa, smooth. Über die Kleidung kann man tatsächlich am ehesten zum Thema Farbe kommen. Deswegen habe ich ja auch am Anfang wegen der Kleidung und Blau und so weiter gedacht und gefragt. Ja klar, natürlich. Die Fiber, also die, nicht Drähte, oh Gott, die... Oh, ich habe keinen Browser offen. Ich habe gar nichts offen im Hintergrund. Ich nehme das hier relativ früh, schnell nach dem Aufstehen auf. Fiber. Fasern, mein Gott, ja. Die Fasern, die wir benutzen, um sie herzustellen, stammen von unseren Schafen hier. Und die Färbungen, die wir benutzen, stammen hauptsächlich von Pflanzen. Allerdings benutzen wir auch manche Erze und Erden, Soils, also bestimmte Bodenstoffe, um sie zu färben. Jede Farbe hat auch eine bestimmte Bedeutung. Weit. Das, was die Dame aus dem einen Laden schon mal gesagt hat. Weiß repräsentiert die Erde, Blau repräsentiert den Himmel. Dann haben wir noch Grün, was alles miteinander verbindet. Das den Wind und die Harmonie repräsentiert. Das ist ja faszinierend. Ja, ich wusste nicht, dass es so viel Bedeutung hinter den Farben gibt. Kann ich dich denn fragen, welche von den drei Farben du am liebsten magst? Ich denke, da muss ich wohl grün antworten. Der Wind ist schließlich was Besonderes für uns. Das ergibt Sinn. So werde ich auch schätzen können. Was denn? Habe ich irgendwas Seltsames gesagt? Tut mir leid, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich habe dem Rest von euch überhaupt nicht die Gelegenheit gegeben, irgendwas zu sagen. Tut mir leid. Ach nein, gar kein Problem. Du hast ja nur unsere Fragen beantwortet, nichts weiter. Nun ja, wenn ihr das sagt. Jedenfalls, wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Ja, wir haben auch unsere eigenen Aufgaben, um die wir uns kümmern müssen. Ja, da hast du recht. Viel Glück mit deinen restlichen Aufgaben, Toma. Danke, seid vorsichtig da draußen. Okay, tatsächlich gab es keine Auswahl. Alisa hat das smooth geregelt. Wenn es um Farben, Outfits, Designs und so weiter geht, dann schlägt nichts die Kommunikationskünste und so weiter einer Frau. Bin ich sexistisch, wenn ich das sage?
Gut, dann mal nix wie im Super Galopp-Sprint. Zurück zum Sendergate. Und Schala, ich will mal Schala sagen, obwohl sie ja nur Schal heißt. Und dann kann sie ihm einen grünen Schal stricken. Wing. Hä? Okay, ich kann die Treppe nicht hoch, das Pferd wahrscheinlich noch zu nah dran geparkt. Gut. Schal! Info für dich. Oh, hallöchen, Leute. Und, konntet ihr was rausfinden? Ja. Scheint, als wäre seine Lieblingsfarbe grün. Oh, wirklich? Hat er erzählt, warum? Er meinte, weil grün den Wind... Achso, weil für die Leute des Nordens grün den Wind repräsentiert. Ja, das ergibt dann Sinn. Der Wind ist für sie ja genauso besonders wie auch die Göttin Eidios. Du machst dir wirklich viele Sorgen um Thomas oder Thomas. Er liegt dir wirklich sehr am Herzen, nicht wahr? Ja, nein, das... er ist einfach nur ein sehr wichtiger Freund. Das ist alles. Jedenfalls vielen Dank, dass ihr ihn gefragt habt. Dann muss ich mir jetzt keine... Ja, muss ich nicht mehr darüber grübeln, aus welcher Farbe ich ihn machen soll. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Viel Glück damit. Ja, vielen Dank. Ach ja, ich muss euch irgendwas im Gegenzug geben, dafür, dass ihr mir ausgeholfen habt. Bitte nehmt das hier. Das ist eins unserer berühmtesten Gerichte hier. Special Pizza. Vielen Dank. Okay, damit sind die Connecting Hearts durch. Gut, jetzt da die Farbe bekannt ist. Ich kann es kaum erwarten, Thomas' Gesicht zu sehen. Ach ja. Schön, wenn man der jungen Liebe helfen kann. Aufkeimende, erblühende Liebe zu sehen, ist immer wieder eine schöne Sache. Ob in der Realität, virtuell. Und das ist der Grund, warum Visual Novels, Romantic Simulations auch so beliebt sind. Ich weiß es nicht. Ich habe länger nicht mal wirklich eine Visual Novel gespielt, weil ich jedes Mal denke, dass ich die am ehesten für Streams aufheben soll. Auf der anderen Seite, wenn man gerade jetzt als Übersetzer den ganzen Tag schon mit Texten zu tun hat, viele, viele Stunden und Texte übersetzt, dann will man eigentlich praktisch dann abends oder so oder unter der Woche nicht noch mehr Stunden darauf geben, eben die gerade sehr textintensiven, die wirklich sehr textintensiven Visual Novels noch zu spielen und vor allen Dingen noch, dann noch als Let's Play aufzunehmen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum das mit den Play-Aufnahmen von Visual Novels bei mir geschleift hat. Die letzten Monate, Monate wäre sehr freundlich, das letzte Jahr, letzte anderthalb Jahre schon, das geschleift hat. Weil es stehen ja eigentlich einige noch aus, die ich schon gespielt habe, die noch zu beenden werden. Und auch in Streams habe ich es länger nicht mehr gespielt. Eben vor allen Dingen wegen der Textlastigkeit und mein Gehirn von der Woche eigentlich dann meistens schon von dem Tag. Ja, genug Texte durchgegangen ist und genug Wörter durchgegangen sind. Deswegen dann die Konzentration fehlt. Ich merke, dass ich jetzt hier am Vormittag, frisch nach dem Aufstehen auch, mich sehr viel besser mit dem Englischen übersetzen fühle, als zum Beispiel in der letzten Aufnahme. Müsste jetzt schon ein paar Folgen her sein. Wo man, ich glaube, das merkt man auch. Ich weiß nicht, ob man das merkt, wo es mir dann schwerer fällt, Worte zu finden, Sachen so direkt zu übersetzen. Ich mich ein bisschen mehr verhasple und keine Ahnung was. Ich meine, ich bin doch jetzt nicht perfekt, nicht in dieser Aufnahme, aber ja, man merkt es doch irgendwie. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Von Liebesbeziehungen, Visual Novels. Mann, wie mal wieder die Themen, wie man von einem zum anderen kommt. So, damit sollten wir jetzt alles, was wir im Süden erledigen können und was wir an Aufgaben schon erledigen konnten, sollte eigentlich gemacht und geschafft sein. Das heißt, jetzt geht's tatsächlich endlich ab in den Norden.